Jetzt sind wir da. Ja. So, jetzt sind wir da. Ja, willkommen Manfred Lorenz, Maniolo. Wir haben schon auch schöne, interessante Sendungen mit dir gehabt, gestaltet. Ja, Ja, gute schon wieder eine Inspiration. Weile her und mich Genau. freut, dass ich da bin. Genau, ja. Auch zum spannenden Thema. Und bisher auch Pionier, ja, eigentlich in allen Bereichen, ne? So ein ja, Inspirationsgeber und lebt, also nicht nur Inspiration, sondern du lebst es auch, Ja. ne? Und ja, verfolgt es auch immer so ein bisschen im Facebook mit und so. Und genau, und freue mich jetzt von dir auch zu diesem Thema Intuition in der Pädagogik, was zu hören, ja, wie was da, was du da zu sagen hast. Ja, gut, mein zu sagen gibt es sehr, sehr viel. Ich sage jetzt erstmal einen wunderschönen guten Abend zusammen und ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch auch auf dem Bildschirm erscheine. Mein spontanes Mitmachen war reine Intuition. Ich habe es gestern gelesen und war irgendwie und gesagt, okay, schönes Thema. Wenn es passt, bin ich gerne mit dabei. Und egal ob vorne oder hinten oder in der Mitte, ich stelle mich gerne an, weil es einfach wichtig ist, ja, dieses Thema aus verschiedenen Bereichen heraus zu beleuchten. Zumal Intuition, das ist genau dieses Gefühl der Mitte. Ich habe jetzt ein paar Ausschnitte gesehen, ein paar Sachen kurz mir angehört, waren ganz interessante Geschichten mit dabei. Ich beschäftige mich selbst seit fast 30 Jahren mit Gedächtnis, Gedächtnistraining, Gedächtnisfunktion und habe all mein Wissen und all mein Erlerntes komplett überarbeiten müssen, beziehungsweise komplett rausschmeißen, so nicht stimmen, wie man sie uns gelernt hat, dass sie seien, sei es oh, die Anatomie des Gehirns, die mag so aussehen. Ich habe mir noch keine lebendigen Gehirne angesehen. Aber alles, was wir uns zusammengedacht haben, was ein Gehirn tut, wie es funktioniert und in welchen Bereichen welche Dinge geschehen, die entsprechen nicht der klassischen Schulmeinung, sondern gibt es noch viel, viel mehr. Zudem ist es ja so, dass wir, ich spreche immer von 3i. Es gibt eine Intelligenz, es gibt eine Intuition und es gibt einen Instinkt. Wir sind grundsätzlich als physische Wesen sicherlich Säugetiere, Tiere mit gewissen Instinkten ausgestattet, die uns auch unbewusst und bewusst den Weg hier im Leben zeigen. Das wäre dann so die Geschichte, die wir uns selbst verfilmt haben in Mowgli, Tarzan, Nell und so weiter, wo Menschenwesen in einer Tierwelt aufgezogen werden und ihren Instinkten gemäß, ohne Sprache, instinktiv und intuitiv handeln. Alles, was wir benutzen, um uns mitzuteilen, auch in dieser Form, die Sprache und so weiter, das ist eine Sprache. Die Sprache wird erlernt, ist im Gehirn gespeichert und ist eine sehr, sehr, sehr begrenzte Form der Interaktion von Menschenwesen zu Menschenwesen, vor allem wenn es um das Wesentliche geht. Also das Licht des Wesens Mensch. Und die Intuition ist so diese mittlere Ebene des Herzens. Für solche Dinge bisherigen Welt, ich nenne es jetzt mal die letzten 100, 150 oder 200 Jahre, relativ wenig Platz und Zeit gewesen, auch kein Verständnis. Und es ist schon ein paar Mal heute bei ein paar Sprecherinnen und Sprechern das Wort gefallen, wir müssen unseren Kindern einfach mehr vertrauen, damit, dass sie das auch alleine hinbekommen. Und es geht einfach um das Vertrauen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Das Vertrauen in das Leben, das Vertrauen in die nächste Generation, das Vertrauen in eine höhere Führung, das Vertrauen des Sinns eines menschlichen Daseins. Was ich häufig erlebe bei Menschen, die sehr viel über Vertrauen sprechen, ist, dass dahinter eine gewisse Form von Unsicherheit oder Angst mitschwingt. Und das ist der Appell, den ich in meiner
meinen 20 Minuten oder 30 Minuten meiner Redezeit oder Expertenzeit hier Möglichkeit habe, Raum habe, sagen, wir müssen weg von der Angst. Wir haben immer noch Ängste impliziert. Wir sind natürlich aus Ängsten heraus geboren. Wir sind durch sehr viele Angst- und bangemachende Situationen im Leben gegangen. Unsere Eltern waren möglicherweise deutlich mehr voller Angst als wir selber, aber wir sind nun mal auch ihr Fleisch und Blut und haben diese Ängste zum Teil mitgenommen. Wir haben sehr früh gelernt, dass es wichtig ist, vorsichtig zu sein und nachsichtig zu sein. Und bei dieser ganzen Vor- und Nachsichtsapokalypse haben wir die Sicht für das Jetzt, für das Hier und Jetzt verlernt. Und wir sind sehr früh in der klassischen Konditionierung eines menschlichen Wesens an einen Punkt gelangt, wo das Hier und Jetzt ausschließlich in Schmerz- oder Schrecksituationen zustande kommt oder eben in kleinen Sequenzen auf dem Spielplatz oder am Sportplatz, wo man sich mal selber schnell kurz vergisst und wirklich im Hier und Jetzt ist. Und wir haben festgestellt, und ich habe mich mit sehr vielen Experten auch in den letzten Jahren immer wieder getroffen, darunter auch Professor Dr. Gerald Hüther, André Stern, die Leute, die Kapazunder-Geschichten machen, ganz klasse Neurobiologen, auch Franz Josef Neffe, mit dem habe ich mich erst vor 3 Tagen getroffen, der Mensch mit der neuen Kann-Schule. Und diese Leute sind sich alle einig in der Meinung, im Standpunkt, der Mensch ist ein Wesen, das völlig eigenständig das werden kann, warum es letztendlich hier auf diesem Planeten gelandet ist. Mhm. Wenn wir diese Erkenntnis 1:1 umsetzen und einfach beobachten und schauen, was die Intuition, der Instinkt und die daraus erwachsene Naturintelligenz eines Menschen bewirkt, würden wir sehr, sehr schnell feststellen, dass klassische Systeme, wie eben zum Beispiel auch ein Schul- und Bildungssystem, in ihrer Überflüssigkeit kaum zu überbieten sind. Nur das alleine das Wort Bildung sagt schon, was es tut. Es formt, es bildet Bildhauer, Bildmaler, Maskenbildner. Unser gesamtes Bildungssystem ist auf die Zubereitung und Formgebung menschlicher Individuen ausgelegt, um sie nachher systemkonform als Angestellte, Angelehnte, Hingesetzte, Vorgesetzte in irgendeiner Art und Weise in dieses System reinzubringen. Diese Systeme sind aber jetzt auch alle vom, nennen wir es mal, Zusammenbruch bedroht oder von einer großen Umstrukturierung. Ich möchte das nicht bangemachend verstanden wissen, sondern hoffnungsgebend. Es wird sehr vieles neu. Es fallen Grenzen und Schranken weg. Wir haben die Grenzen, die Schlagbäume vor 20 Jahren an den europäischen Grenzen weggemacht. Langsam beginnen die Grenzen zwischen Mann und Frau zu verschwinden. Die Grenzen im Kopf bauen sich ab, auch wenn ein paar wenige noch versuchen, sie aufrechtzuerhalten oder sie neu zu formen. Die Menschen verbinden sich zunehmend im Herzen, weil sie erkennen, sie werden oder wurden lange Zeit gegeneinander ausgespielt und somit kehrt immer mehr Menschlichkeit ein. Wir bekommen natürlich von den klassischen Medien, und die sind ja letztendlich auch für die Meinungsbildung zuständig, entsprechend gesteuert, um gewisse vorgefertigte Meinungsbilder zu übernehmen oder sie in uns zu manifestieren. Und da gibt's die mannigfaltigsten Geschichten, um Meinungen zu bilden. Und eine Überzeugung, die man irgendwann mal installiert hat in das kollektive Bewusstsein der sogenannten zivilisierten Welt, ist es, dass man einen Menschen formen müsse, dass man ihm eine Bildung angedeihen lassen muss, die einem Standard entspricht, damit er überhaupt lebens- und überlebensfähig ist. Mhm. Das ist schlichtweg falsch oder nicht richtig. Das Wort falsch mag ich nicht mehr. Das ist nicht richtig und wir haben unzählige Beispiele, die wir dann immer so als Wunderkinder oder Wundermädchen und Knaben hinstellen, Hochbegabte. Nicht zuletzt hat der Film Alphabet auch gezeigt, mit dem Slogan, 98% aller Menschenkinder sind hochbegabt.
sind die 96% Hochbegabung hingekommen. Nun, sie sind im System auf der Strecke geblieben, weil dieses System weder die Intuition noch den Instinkt, sondern ausschließlich die Intelligenz bedient. Und die Fähigkeit der Gehirnintelligenz ist förmlich unbegrenzt. Außer man lernt sehr früh, dass der Kopf begrenzt ist und dazu muss man ihn permanent überlasten, dass er mit der Überzeugung einhergeht, stimmt, ich habe einen Overflow, es geht nichts mehr in den Kopf hinein. Bei der ganzen Geschichte wird die spirituelle Anatomie der Intellektualität des menschlichen Geistwesens komplett außer Acht gelassen. Wir haben ein Gehirn im Kopf, wir haben ein Gehirn im Darm. Gastroenterologen, das sind also die Menschen, die diese bunten Schläuche in den Darm schieben, wo vorne Kameras dran sind, die gucken danach und haben unter anderem festgestellt, dass auf der Dickdarmhaut des Menschen 100 Millionen Neuronen, die komplett identisch sind mit dem neuronalen Netz im Kopf, im Gehirn eines Menschen, sitzen. Das heißt, wenn wir 100 Milliarden Gehirnzellen haben und 100 Millionen Neuronen auf dem Darm, bedeutet das, ein Promille unserer Gehirnmasse, unseres denkenden Gehirns, sitzt auch auf unserem Darm und steuert so auch das vaskuläre und das vegetative Nervensystem. Das enterische, ja. Mhm. Ja, genau, also diese Bauchintelligenz. Mhm. Und dazwischen drin haben wir dieses Balancierende, und das ist die Herzensintelligenz. Und die Herzensintelligenz bleibt mangels Verständnis in der klassischen, ich kann die Herzensintelligenz im Kopf nicht verstehen, ich muss sie erfahren. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir Menschen sind Wahrnehmungswesen. Unsere Wahrnehmungen werden aber über die Bildung des Gedächtnisses reduziert auf Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, sprich auf 5 physische Sinne. Das ist vergleichbar damit, wenn man jemandem sagt, ein Auto sei Scheinwerfer, Räder oder eine Hupe, ein Lenkrad und Außenspiegel. Das ist kein Auto. Das sind Anbauteile von einem Auto, um damit besser zurechtzukommen. Aber das Auto ist was anderes. Und so ist es auch mit unserem irdischen Gehäuse. Wir haben zwar diese 5 physischen Sinne, wir haben aber eben noch diesen 6. Sinn, diese Intuition, und wir haben die Gesamtwahrnehmung. Das heißt, wir nehmen auch wahr, wenn uns von der anderen Straßenseite her jemand längere Zeit anstarrt, dann wirkt sich das auf unsere Befindlichkeit aus. Das heißt, wir sind auch Geistwesen. Und beim klassischen Bildungssystem, auch bei Systemen à la Montessori, à la Wild, à la Waldorfschulen, die nach Rudolf Steiner arbeiten, etc., auch die, sie grenzen sich untereinander alle ab. Das ist ähnlich wie Religionsbilder, die alle das Gleiche wollen, und ich gebe ihnen auch durchaus, oder ich gehe mit ihnen einher, dass sie was Gutes wollen und auch was Gutes tun, nur sie vernachlässigen wirklich diesen geistigen Anteil am Menschenkinde. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich begonnen habe, mich sehr intensiv mit Psychologie zu beschäftigen, sei es Carl Gustav Jung, sei es Viktor Frankl oder eben auch unser guter alter Sigmund Freud. Mhm. Ja. Diese Kameraden haben es geschafft, dass vor 50 Jahren eine unsichtbare Krankheit als Krankheit legitimisiert wurde. Erst seit ungefähr 50 Jahren ist es legitim, psychisch krank zu sein. Vorher war man einfach verrückt oder wurde ausgespuckt vom System. Mhm. Erst da wurden jetzt auch psychosomatische Dinge akzeptiert. Und ich denke, wir sind jetzt an einer Schwelle, an einem Übergang, wo die Menschen oder zumindest die verantwortungsvollen Menschen, die auch für andere Menschen glauben, Verantwortung übernehmen zu können oder zu dürfen, erkennen müssen, es gibt hier noch eine Ebene. Und diese Ebene ist die spirituelle Ebene. Und die spirituelle Ebene müssen wir uns von unseren Kindern zeigen lassen. Die müssen das uns lernen dürfen. Hm. Und es gibt einen sehr schönen Satz aus dem Asiatischen, der heißt, ein Lehrer ist man nur, wenn man täglich bereit ist, Neues zu lernen.
Unsere ganzen Lehrer sind aber ausgebildete Lehrkräfte. Sie bilden in einer Schule auch einen Lehrkörper. Sie sind Pädagogen. Sie sind per Zertifikat fertige Menschenformgebungsunterstützer oder wie Franz Josef so gern sagt, der Neffe, Unterrichtsvollzugsbeauftragte oder Beamte, die einfach im 45-Minuten-Takt an einem sogenannten werdenden Menschenkind ihre Lektionen abstreiten. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt im Prinzip im Bildungsbereich ein bisschen ein Desaster haben. Andererseits ist ein Chaos immer ein wunderbarer Nährboden für völlig neues Wachstum. Und es gibt also immer mehr Schüler und Schülerinnen, die dem Ganzen nicht mehr mitspielen. Manche gehen an dem Druck kaputt, andere sprengen dieses System aber von innen und sagen, guckt mal richtig hin, hört mal hin, spürt mal hin, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen eure Aufmerksamkeit, um euch zu zeigen, was wir schon können, und nicht eure Stimme und eure Sprache, um uns etwas reindrücken zu lassen, was ihr glaubt, was der Wahrheit entspricht, weil es einfach für das Gehirn viel, viel interessanter ist, mathematisch herzuleiten, dass 2 plus 2 5 ist, als auswendig zu lernen, dass es immer 4 sein muss. Und einigen anderen sehr großen Geistern, dass die klassische Newtonsche Physik nicht dem entspricht, was wir ein physikalisch integeres Weltbild nennen. Das heißt, Isaac Newton war wie auch Charles Darwin zum Beispiel ein, man würde heute sagen, Freimaurer, der dafür eingesetzt wurde, ein Weltbild mit zu erschaffen, so wie es früher ein geozentrisches Weltbild gab und die Erde war eine Scheibe, später war es ein heliozentrisches und die Welt war eine Kugel und alles ist in Ordnung. Und so müssen wir heute auch lernen, dass wir uns einfach geirrt haben. Und es ist gar nicht so schwer, Dinge loszulassen, wenn wir keine Angst haben, uns zu blamieren. Und jetzt haben wir wieder beim Thema Angst. Ich kann nicht ins Vertrauen gehen, solange ich noch Ängste habe. Und unser gesamtes Bildungssystem ist aber eingebunden in ein Angstsystem, weil wenn ich jemanden ein gewisses Es gibt Unterbrechungen. Hallo? Ja, der Manuel sagt eine schwache Verbindung. Wird sich gleich wieder einwählen. So. Sind wir wieder da? Ja, magst du Video nochmal einschalten? Schalte ich nochmal ein, ja. Also wenn ich einen Menschen heute etwas zusichere, zum Beispiel eine Rente oder eine Krankenversorgung oder eine kostenlose Bildung, dann ist natürlich in dem Augenblick, wo ich sage, nee, die Bücher müssen wir jetzt schon bezahlen, den Schulausflug, der geht auch extra, die Renten müssen wir kürzen, du musst dich zusatzversichern, kann ich diese vermeintliche Garantie bei Reduzierung als Steuerungsinstrument hernehmen. Und unser gesamtes Bildungssystem ist auf Vollpacken und Ausquetschen, Reindrücken und Ausquetschen aufgebaut gewesen die letzten 100 Jahre. Es hat sich die letzten 20, 30 Jahre sehr viel getan. Meine Frau ist ja selbst Montessori-Pädagogin und ausgebildete sensible Integrationstherapeutin oder so. Und man weiß heute sehr wohl, dass Sokrates recht hatte, als er sagte, du kannst einem jungen Menschen nichts lehren, du kannst ihm nur dabei helfen, sich zu erinnern. Und beim Erinnern muss ich das Herz aufmachen und ich muss die Intuition fließen lassen können. Nur dann kann sich das Innere nach außen kehren. Und wenn sich in einem jungen Menschen nun mal ein Krieger befindet, dann muss der diese Kriegerenergie ausleben können. Weil nur dann, wenn er sie unterdrückt, wird sie irgendwann unkontrolliert ausbrechen. Und dann nennen wir das Verhaltensauffälligkeit und begegnen dem Ganzen mit einer medizinischen Medikation oder ähnlichen Dingen, wo man heute weiß, dass das einfach eine reine Geschäftemacherei ist. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt immer mehr werden, und das finde ich ja voll schön, so auch wie die Dagmar Neubronner da eine Vorreiterin ist und auch der Rick Fischer, den ich auch schon mal, mit dem ich schon mal telefoniert habe und so, und wir kennen einige Leute, ich kenne einige Leute hier so vom, auch schon vom Dialog her.
Es ist ganz wichtig, dass wir uns in diesen Dienst stellen, unserer Intuition vertrauen, uns selbst vertrauen, wissen, dass wir keine Fehler machen können, wenn wir ins Herz gehen, was allerdings im Normalfall dem Verstand relativ wenig Freude bereitet. Weil wenn ich meinem Verstand sage, ich gehe jetzt mal ein Stockwerk tiefer in die Mitte, in mein Herz, versucht er allerlei Ausreden zu erfinden, um mich bei ihm im Denkgehäuse zu behalten. Und es gibt Dinge, und ich denke auch, dass Albert Einstein das so gedacht hat oder gemeint hat mit dem Zitat, wir werden mit der Intelligenz, mit der wir Probleme erschaffen haben, werden wir sie nicht lösen. Es wird nicht die gleiche Intelligenz sein. Und ich denke nicht, dass Albert Einstein damit gemeint hat, wir brauchen ein Software-Upgrade im Kopf, so von iPhone 6 auf iPhone 7, sondern ich denke, dass Albert Einstein sehr wohl wusste, dass wir letztendlich die Problematik, die wir mit den Köpfen geschaffen haben, mit der Intelligenz, nur intuitiv in der Liebe lösen können. Und da sind wir jetzt an einer wunderbaren Schwelle angelangt, wo wir das Gott sei Dank mitgestalten können, und die, die es nicht mitgestalten können, dürfen sich freuen, es mit erleben zu können. Allerdings haben wir wieder gelernt, Veränderung tut weh und die Menschen wollen keine Veränderungen. Und deswegen haben sie Angst, wenn sich jetzt am Schulsystem oder am Bildungssystem etwas verändert, ohne zu berücksichtigen, dass zum Beispiel im Outback in Australien die Kinder teilweise 200-300 Meilen voneinander entfernt jeden Tag online lernen und keinen Klassenraum haben und sich vielleicht einmal im Jahr für 2 Wochen Social Events, soziales Miteinander treffen. Ja. Mhm. Also es geht sehr wohl, dass Kinder intuitiv oder Menschen sich intuitiv bilden, und dazu sind eben zum Beispiel auch Medien sehr wichtig und meines Erachtens enorm wichtig, alternative freie Medien, wie du das zum Beispiel machst, Cheat mit der Sabine zusammen, oder alternative Radiosender, die sich einfach nicht von Mainstream-Medien kaufen und reglementieren lassen, sondern sagen, es ist völlig egal, wann, wo und wie, Übertragungsqualität ist egal. Es ist wichtig, dass dieses Wissen, dieses Bewusstsein aktiviert wird, dass es bewegt wird, und überall, wo sich was bewegt, wird es Wellen geben, und dort, wo Wellen sind, gucken die Leute hin. Mhm. Wir sind an einem wunderbaren Zeitpunkt angelangt, wo wir wirklich anfangen können, die Intuition zu leben, Spontanität zu leben. Das merkt man ganz vielen Freizeitangeboten. Der klassische Tanz weicht dem freien Tanz. Die strengen Reglementierungen von Tonleitern weichen dem Free Jazz. Die viereckigen und dreieckigen Gartenelemente werden plötzlich freiform gestaltet und man renaturalisiert. Also man kann es an allen Ecken und Enden sehen, wo die Reise hingeht. Zurück zum Ursprung, zurück zum eigentlichen Sein und dennoch die volle Intelligenz oder Intellektualität leben zu können. Das ist ja das Schöne, dass sich, wenn sich das Talent über das Gedächtnis ausdrückt, als Musikus, als Dichter, als Sänger oder wie auch immer, oder über den Körper, dass das Ganze dann noch viel mehr Lernqualität mit sich bringt, als es der Fall ist, wenn ich Vorgegebenes, auswendig Gelerntes wieder abspule und weil es die anderen auch gut können, mich freue, wenn ich dann irgendeine Nummer auf ein Papier bekomme. Und die Zeit ist hoffentlich vorbei oder löst sich gerade auf. Und ich habe gestern oder vorgestern mitbekommen, man überlegt, ob man keinen Impfzwang in Deutschland erwirkt. Und wer sein Kind nicht impft, bekommt keinen Kindergartenzugang oder keinen Schulzugang. Das klingt jetzt sehr bedrohlich. Für mich ist es, wenn sowas überhaupt durchbringen, wovon ich ausgehe, dass sie es nicht schaffen, wenn das durchgebracht werden würde, wäre es die juristisch legitime Form, Kinder von der Schule zu befreien. Weil wenn ich sage, ich impfe mein Kind nicht, ist es auch von der Schule befreit. Also das heißt, wenn ich die scheinbare Bedrohung von der anderen Seite anschaue, dann ist es möglicherweise eine Erlösung von der Pflichtschule. Also wer praktisch nicht geimpft ist, kann keiner Pflichtschule folgen, weil er nicht rein darf. Hm.
Also man könnte das auch so auf diese Art und Weise sehen und dann haben diese vermeintlichen negativen Dinge immer was Gutes und Positives. Und ich möchte abschließend dazu noch sagen, ein paar Minuten haben wir noch, ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, die trotz 100 Jahre der Pauker, so die klassische Heinz Rühmann und Theo Lingen-Geschichte, es immer geschafft haben, Herzlichkeit, Humor und das Quäntchen Liebe bei ihrer Arbeit zu behalten und einfließen zu lassen, dass wir heute diese Diskussion oder diese Expertenrunde überhaupt haben und darüber reden können, was tut Intuition in der Schule, was tut Intuition bei der Bildung und wie gehen wir mit dieser Fähigkeit, intuitiv zu handeln, um und wie fördern wir es. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde lang gelabert. Unglaublich. Ja, aber eben, das ist natürlich jetzt die Frage, es gibt einige Fragen, die ich gesammelt habe jetzt. Also wir benutzen Intuition und Pädagogik. Pädagogik bedeutet Unterweisung des Knaben, ne? Also Pädagogia. Ja. Und ja. Das war der ein so einen Sklaven, der Knaben beaufsichtigte. Das ist eigentlich aus der Wikipedia, ist der Ursprung des Wortes. Ne? Also in alten Griechenland, das haben uns die Griechen geschenkt, ein Pädagoge ist ein Sklaven, der Knaben beaufsichtigt. Und das ist in der Wikipedia geschrieben, ne? Also Unterweisung von Kindern. So, zweite Sache, du hast gesagt, Sokrates, einem Kind kann man nichts lehren, sondern nur helfen, sich zu erinnern. Aber jetzt ist meine Frage, Intuition ist für mich nicht ein Zufall, ist nicht so, wie man früher sagte, dass es zufällig reinkommt in der Badewanne ein Stein, wenn er mit der Ente spielt, sondern ist eine Wissenschaft. Das heißt, jetzt, wer kann Intuition unterrichten, den Lehrer? Wie ist das zu denken? Wie kann ich unterrichten in der Wahrnehmung, dass ein Lehrer, sobald ins Klassenzimmer kommt, bereit ist, fähig ist, das Kind den Raum zu erschaffen, das Kind sich zu erinnern und eventuell zu helfen in die Erinnerung, zu helfen und zu erkennen, welche Meister da geboren sind, sie zu benennen, den Raum zu erschaffen. Also Intuition ist für mich eine Wissenschaft, die überhaupt noch nicht entwickelt ist. Ja. Wie kann ich jetzt unterrichten, eine Familie den Raum wahrzunehmen, wo sie wohnen, die Reinigung der Räume? Wie kann ich unterrichten, dass Intuition, mit Intuition man sich selbst heilen kann? Also es gibt viele Leute, deswegen die Konferenzen, die hier und da etwas, ein Teil entwickelt haben, aber mir fehlt ein Gesamtbild, wo wir sagen können, deswegen haben wir das IFI, das Europäische Institut für Intuitive Intelligenz, wo alle diese Teilerfahrungen zusammenkommen und sich eine Sphäre bilden, wo wir sagen können, okay, jetzt gibt es keine Wissenschaft, was in einer pädagogischen Fachhochschule oder Hochschule Intuition unterrichten kann. Es könnte mit Tanz oder Wahrnehmung oder so Detailsache, aber es gibt keine Richtung, keine Forschung, wo sagen kann, okay, es kann strukturell und ganzheitlich und auf alle Ebenen das, was die Tiere und die Natur machen, die Fernkommunikation, die und deswegen, was ist dein Impuls für eine Entwicklung, so wie mit Sokrates gesagt, weil perfekter geht's nicht. Was ist da eine Entwicklung? Welche Schritte können gemacht werden, damit aus der Unterrichtung, wie heißt das, eine Sklaven der Knaben beaufsichtigt, was ein Lehrer ist, ne? Oder ich war auch 23 Jahre Lehrer, zu einem Meister, der lehrt und lernt zeitgleich, der Kinder eine Ebene anbietet, wo sie uns unterrichten können, wo sie das neue Wissen, was sie mitbringen, herausholen und uns zur Verfügung stellen. Was sind die Schritte für dich?
Ja, danke für die Frage. Die Schritte für mich, ich denke, die Schritte sind alle getan, wie wir alles bereits getan haben. Der nächste Schritt für mich rein intuitiv ist es, das Vorhandene auf der jeweils bestmöglichen Seite so zu vernetzen, dass in der Mitte eben genau dieser Raum entsteht, von dem du auch gesprochen hast, von einigen meiner Vorrednerinnen und Vorredner. Das heißt, Montessori ist eine sehr gute Geschichte. Rudolf Steiner hat einen sehr edlen und tollen Ansatz gehabt und das ist fein. Auch die Wildpädagogik hat was. Es gibt viele Freilerner, die mittlerweile 10, 20 Jahre Erfahrungen haben. Wir haben das spielerische Umfeld. Es gibt sehr viele Lehrer, Seminare und auch Fortbildungsmöglichkeiten, eben von intuitiver Unterrichtsgestaltung etc. und so weiter. Es hat einfach noch nicht den Einzug gehalten in der Ausbildung, in der universitären Ausbildung. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, weil da müssen jetzt die Jungen die Alten unterrichten und es ist immer noch so, dass die Alten die Jungen unterrichten. Auch dort müsste es ein bisschen umgedreht sein. Es hat Ich denke, das ist jetzt meine Wahrnehmung. Am leichtesten wird eine Veränderung dann angenommen, wenn es mit Humor und mit Freude geschieht. Das heißt, es müsste, wie du schon sagst, ein Programm oder wir sollten möglicherweise ein Programm gestalten, das aus freier Bewegung, Kunst, Ausdrucksform, Tanz, Gesang, Poetry Slam, Wurzelbäume schlagen, Seifenblasen, Kunst, Bildhauerei, wo Lehrer die Möglichkeit haben, sich selbst in einer anderen Form zu erfahren, weil viele Lehrkräfte oder viele Menschen, aber ich sage jetzt mal Lehrer oder die, die als Lehrer arbeiten, nie gelernt haben, Wahrnehmungen außerhalb ihres Körpers als solche zu deuten und mit ihnen zu arbeiten. Wahrnehmen tun die Leute sehr, sehr viel, aber sie haben Angst, gehen zum Arzt und dann bringst du einfach irgendein chemisches Teilchen, das ihnen die Wahrnehmung wieder nimmt. Oder dann steht auf der Tablettenbeipackgeschichte drauf, dass man schwindelig wird und dann ist es in Ordnung. Also du denkst dann, dass diese Erfahrungen ein Beginn sind, aber warum nicht gleich Internet Inside unterrichten? Warum nicht gleich unterrichten, wie man Informationen empfängt, wie man die Körper zusammenbringt, wie einfach jeder zum Ist das gerade Ellfühligkeit, weg, Ellsehigkeit? oder? Nee, ich bin da. Okay. Also warum nicht direkt? Warum diese jetzt? Weil die Leute das wurden, ja, ich kann jetzt tanzen und so, alles okay, aber warum nicht direkt diesen Unterricht, was eigentlich möglich ist, wo es dann einfach auch genügend Leute gibt, die das können. Also ich mache das jetzt zum Beispiel, ich unterrichte jetzt zusammen mit der Dorn-Methode, kennst du, ne? Ja, Also ich sage jetzt an alle Leute, die eine Methode unterrichten, lade einen Intuitionsmeister wie ich dazu. Oder einen anderen. Das heißt, eine Methode zu unterrichten, ohne einen Intuitionsmeister dabei, ist eine Zufallssache, ne? Das heißt, die Leute wenden die Methode an, vielleicht blind, vielleicht tun sie alles, was gesagt wird, aber es einfach fehlt die Dimension des ich behandle den Körper ohne meine eigene Internet Inside einzuschalten und zwar professionell und zwar genau. So, das heißt, diese Wissenschaft der Intuition, dass das einfach so direkt unterrichtet werden kann, dass ich mache das so, nach 6 Wochen ist bei mir jeder ellsichtig, erfühlig, erhört. Er fängt an. Ne? Das heißt, du machst das anders. Die Silvia, jeder, der Raik, jeder macht das anders. Das heißt, warum nicht deswegen war für mich dieses Europäische Institut für Intuitive Intelligenz, warum bieten wir das an Universitäten nicht gleich Inhalte an, wo wir sagen, wer dessen Intuition nicht entwickelt ist, kann weder Methode unterrichten, noch Professor sein, noch an die Schüler gehen, weil der ist unverantwortlich, wenn er Wissen weitergibt, ohne die eigene menschliche, die eigene intuitive Wissen
einzuschalten. Ist es doch so, oder? Ja, bin ich absolut bei dir. Wenn wir das in einer Art und Weise hinbekommen, dass es wirklich angenommen werden kann, weil es das Thema ist, dass Lehrkräfte, also Lehrer kommen gleich nach Ärzten und Politikern in ihrer, ja, ich habe gesagt, das ist natürlich ein Klischee. Ja. Lehrer lernen ungern dazu, vor allem nicht von Nichtlehrern. Ja, und wenn man müsste möglicherweise ein Pilotprojekt starten, das ist also mit dem Institut sicherlich gut möglich, dass man sagt, man macht einfach zwei Peer Groups, eine arbeitet mit einem Intuitionsmeister oder wie man es auch immer nennen will, also mit intuitiver, professioneller Intuitionsbegleitung und die anderen normal. Und man guckt mal, was dabei rauskommt, weil mich erinnert das, was du sagst, sehr gut auch an die Geschichte in Asien. Ich weiß, dass zum Beispiel in China und in Indien es durchaus gang und gäbe ist, dass ein Patient bei der OP darauf bestehen kann, dass ein Schamane oder ein Heiler mit anwesend ist. Mhm. Und das ist im Prinzip ähnlich oder ident. Das heißt, hier gibt es die Chirurgen und den Anästhesisten und die Assistenten und es gibt einen Schamanen oder eine Medizinfrau, die diese OP energetisch begleitet und hier auch mitwirkt und eine Entscheidungsgewalt hat im Auftrag des Klienten oder Patienten. Mhm. Und vielleicht ist also ein guter Ansatz, dass wir nicht die Institutionen umerziehen, sondern dieses Angebot an die Studentinnen und Studenten, an die Schüler und an die Wissensempfängerinnen und Empfänger weitergeben und sagen, hier, weil die spüren das nämlich, was wir tun, während die anderen es möglicherweise erst intellektuell überprüfen, ob sie es vertreten können, einen Teil der Kompetenz zu teilen. Aber ich meine, dass wir und das noch nicht... Vielleicht ein Impuls, dass... Entschuldigung. ...so verständlich an die Zielgruppe zu bringen, dass man sagt, stimmt, also mehr Verständnis für den Kunden. Ich meine, in der Wirtschaft hat man sowas, ja, da gibt es ja diese... Customer Care und Client, tralala, sowieso, und Marktforschung und so weiter. Das macht in der Schule, machen wenige Marktforschung, weil wenn man die Schüler fragen würde, wie zufrieden sie sind und was ihnen gefällt und was sie gerne anders hätten, dann, und das auch umgesetzt würde, würde vieles schon anders aussehen, wobei es trotzdem ja auf einem guten Weg ist. Sonst ja, könnten wir uns ja auch gar nicht tun. Mein Ansatz ist, dass wir eigentlich nicht vorbereitet sind, dass wir zusammenzukommen haben, um das so zu organisieren, damit es ankommt. Als ich das vor 4 Jahren in Salzburg in der pädagogischen Werktagung, das im Workshop gegeben habe, da waren 100 Institutsleiter, Rektoren, das heißt, das Thema interessiert den Leute, nur die Wissenschaft ist nicht entwickelt und deswegen ist für mich, deswegen mache ich mir so viel Mühe mit diesen Konferenzen und sage, übernehmen wir unsere Verantwortung, denn die Wissenschaft der Pädagogik oder eine andere, so wie es das Ganze, wenn ein System da ist, eine Schule da ist, dann richtet sich die Welt danach. Die Einladung, so zusammenzuarbeiten, so ein neues Manifesto, so systemisch das zu strukturieren, dass es nicht nach mir oder nach dir oder nach Reich oder sowas geht, sondern dass wir den Mut haben, unsere Erfahrungen so zusammenzubringen, dass wenn wir dann an eine Universität gehen oder in eine Schule, sofort nicht sagen, jetzt musst du ja tanzen oder was auch richtig ist, sondern die Worte sagen, die Vorschläge bringen, die Dokumente weitergeben, wo sie das Gefühl haben, ja, das fühlt sich gut an und ab jetzt fangen wir an, Intuition. Ich habe das in der Universität Bayreuth, das erste Mal haben sie gelacht, das dritte Mal war schon der Rektor, der Bürgermeister, der andere Rektor, haben wir nur über die Wichtigkeit der Intuition. Das heißt, die Leute wissen das alle, nur niemand entwickelt so diese Arbeit, dass es nicht nur aus seiner individueller Sicht ist, sondern aus der organismischen, aus der Sicht der Organismus. Und deswegen ist für mich wichtig diese Einladung, dass wir
nicht nur an diese Konferenzen, das sind die ersten Impulse, dass wir sehen, was du machst, was sie macht, dass wir Möglichkeiten sehen, dass diese Arbeit so weiterentwickeln, dass es vorstellbar ist, dass es verständlich ist, dass es ankommt und vor allem, dass die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie in unsere Universität oder wenn sie Dienste von unserer europäischen Universität annehmen. Und das ist einfach auch meine Einladung für alle, die sich auch die Lust haben, das einfach auch zu machen. Ne? Ja. Mit den Zeitmöglichkeiten, die wir haben natürlich. Ne? Ja. Was meinst du dazu? Ja, ich finde es für eine sehr, sehr gute Idee, halte das für einen großartigen Schritt und klinge mich da auch gerne ein, weil ich ja auch weiß, dass ich ja wohl vor 30 Jahren irgendwo Gedächtnistrainer gelernt und habe das viel gemacht, aber ich habe sehr viel über meine Intuition kennengelernt und auch Ausbildungen gemacht und ich kenne eine Menge Übungen, die auch aus der aus einer, ja, ich nenne es jetzt mal Meisterschaftsausbildung kommen, der Selbstwahrnehmung, wie dehne ich mich aus, wie nehme ich einen Raum auf, wie kann ich meine Aufmerksamkeit splitten, wie kann ich sie fokussieren, da erlebt man Dinge an sich selber, die sind so unglaublich und ich weiß, dass die von 100 Menschen oder von 1000 Menschen nur einer erleben darf, weil es ihm sonst keiner zeigt. Mhm. Und wenn man solche Dinge macht, eben so ein bisschen spielerisch, und ich denke, ein Professor lernt oder ein Schüler lernt, das, was er fühlt, zu übersetzen. Ja. Ich glaube, dass die intuitive Wahrnehmung bei vielen Menschen da ist, aber es fehlt diese Compiler-Software, das Ganze in ein Handlungsspektrum oder in ein Verhaltens- oder energetisches Spektrum zu übersetzen, so dass man dann auch agieren und reagieren kann. Wir sagen nur, da ist dicke Luft. Oder heute ist er wieder schlecht drauf, aber wir wissen nicht, wie man mit dieser Wahrnehmung umgeht. Naja, eben zum Beispiel, das würde ich gerne, ich möchte gerne auch, was ich gesammelt habe, weil ich mache das europaweit, weitergeben. Zum Beispiel, für mich, die Intuition funktioniert, weil jede Krankheit, jedes Problem, den wir haben, ist eine intuitive Handlung. Das heißt, ja, wenn ich jetzt einen Schmerz hier am Rücken habe, weil ich etwas zurückhalte, intuitiv weiß ich schon, dass ich etwas mein Herz oder etwas geben soll oder zurückgeben soll oder in Gleichgewicht bringen soll, um diesen Schmerz dann auszugleichen. Weil in dem Moment, wo ich ein Talent lebe oder einen Impuls folge, der von meiner Seele gekommen ist, ist der Schmerz weg. Das heißt, jede negative Handlung ist eine zurückgehaltene Meisterschaft oder eine zurückgehaltene Kompetenz oder Talent. Das heißt, die Intuition funktioniert schon und ich mache das über diese Ebene. Ne? Und deswegen, ich kann schon eben das, was du gesammelt hast, was andere gesammelt haben, zusammenbringen. Das machen wir schon mit Zürich. Zürich unterrichtet jetzt die Bernadette Sutter über das Sterben, was im Sterben passiert. Und das machen wir Klassen hier jeden Montag, Vormittag. Und eben, das ist für mich mein Wunsch. Sorry, ich sage es dir, weil ich das Gefühl habe, so wie bei Ronald, oh, jetzt fühlt sich schon so, dass wir so gut Freunde werden können, dass unsere nicht ein Netzwerk machen, sondern eine Forschungsfamilie, wie die Sokrates-Schule, die Pythagoras-Schule, dass wir uns richtig in die Sachen so annehmen, vielleicht nicht im Bereich Pädagogik, in was anderes, aber das ist für mich jetzt meine Einladung. Ne? Gerne. Schön. Bin ich gerne dabei. Juhu. Freut mich. Okay, dann der Ronald Huth, der jetzt wäre, deswegen haben wir länger gemacht, der war schon, das heißt, wir sind jetzt fertig, weil die Gabriele Baron wollte erst morgen, oder sie konnte nicht. Und deswegen, wir sind jetzt fertig. Und ich lade jetzt nochmal ein, die Seite, die schreibe ich jetzt im Chat. Wenn wir das bekannt geben, dass wir alle Video bekannt geben, wir haben
ungefähr 140 Videos über Intuition. Das heißt, wir haben schon eine große Sammlung. Und Intuition in der Pädagogikkonferenz, das heißt, dass man das als Bibliothek weitergibt. Ich schreibe das jetzt Ja. im Chat. Das heißt, hier ist die Webseite von Tia, von Raik, sind alle Webseiten aufgelistet, sind alle Videos nur für dieses Thema. Und wir hatten eben dann auch andere Themen, Intuition und Umfeldgeomantie und Kunst und aufgestiegene Meister und Drüsen und so weiter. Ne? Das heißt, dass man sich hier diese Bibliotheken so ein bisschen studieren kann und schon füreinander, voneinander lernen können. Weil das war so genial, diese Intuition und Wertschätzung, was Wertschätzung zum Beispiel ist, dass alle, die gerne in dieser Universität mit dabei sein wollen, sich schon eben 100, 120 Menschen, also Experten, auch hören können. Ne? Ja. Und deswegen bitte ich, die Webseite bekannt zu geben, wo immer das ganze, die ganze Konferenz drin ist. Ne? Gerne. Schön. Wir hatten ja schon mal so diese Geschichte angedacht mit dem Gesundheitstag und ich habe jetzt sehr gute Beziehungen aufgebaut, auch zur PH in Linz und jetzt schauen wir mal, wie sich das so anläuft. Es wäre sehr schön, einfach mal mit ein paar, ich nenne es mal anders denkenden, lehrbereiten Menschen, die das alte System jetzt nicht irgendwie schlecht heißen, sondern aus dem System heraus mit völlig neuen Erkenntnissen, die eigentlich jeder weiß, da reingehen. Vielleicht lässt sich mal organisiert von angehenden Lehrern. Also ich würde es schon übers Direktorat machen. Ich kenne einige Lehrkräfte, die dort ihren Master machen oder ihren Bachelor und einige Studenten. Also wenn es von den Studenten initiiert ist, nehmen das die Dekane und die Kanzler von irgendwelchen Hochschulen immer viel besser an, als wenn man von außen hier als ja neunmal klug daherkommt, sagt, wir würden gerne was machen. Vielleicht können wir das, sagen wir mal, mit einem Vorlauf von 2, 3 Monaten oder so im Frühjahr, im Sommer, eher mal im Sommer, starten, entweder zum Semesterende oder zum Semesterneubeginn an einer Hochschule ein Symposium zu machen, dass man einfach so wie diese Konferenz hier, aber live mit Publikum und mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen, die Lehrer sehr viel gewonnen. Gerne. Wir sind in Österreich mit einem, wir sind in Zürich am 26. März und in Österreich in einem Schloss, das haben wir die letzten Tage 18. und 19. Nee, April, nee, 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 nee. Also, das heißt, man könnte das damit terminlich dann auch verbinden. Wir sind bei Wien, glaube ich, ne? In einem Schloss haben wir das, genau, 24. und 25. April. April, ja. Das ist ein Freitag, Samstag. Ja, und da können wir natürlich auch eventuell früher kommen oder. Das heißt, wir haben Räume da. Und das ist bei Wien und da wäre das wäre möglich, das auch zu koordinieren. Ja. Ja, dann lass uns da mal ein bisschen zusammenschreiben. Vielleicht können wir uns da gut ergänzen in irgendeiner Form. Oder ich dir irgendwie zuarbeiten oder wie auch immer. Schön, weil dann machen wir immer Gutes füreinander, ja. Okay, dann das war wieder eine lange Konferenz. Seit 17 Uhr. Bedanke ich mich für alle Zuschauer, die auch geschrieben haben. Und ja, sagte meine Intuition, sagt Alvera, dass Manfred Lorenz der richtige Mann dafür ist. Wunderbar. Okay. Also bedanke mich und eben diese wertvolle Beiträge einfach weitergeben in das. In Facebook, egal wo, in eurer Webseite, als Link. Denn hier live sind immer wenig Zuschauer, leider, es ist ausgefallen. Aber dann werden die Sachen 100, 200, 60.000 Mal nachgeklickt. Und mein Ding ist einfach, Konsum ist das
Das Life ist das Antikonsumgesetz, ne? So wie du Ja. gesagt hast, mit der Qualität, die möglich ist. Dankeschön. Ich umarme dich. Schön mit dir. Ja, euch auch. Bis Eine dann. gesegnete Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao. So, jetzt wird die ganze Zeit das Autopilot, den Link, da werden die ganzen Videos auf YouTube hochgeladen, da könnt ihr natürlich vor- und zurückscrollen, aber ihr könnt auch schon im Livestream das schon sehen. Das heißt, wenn ihr im Livestream seid, könnt ihr das hier unten schon die erste Video langsam scrollen. Das sieht so aus. Das wird natürlich gelöscht, gibt nicht diesen Link aus, weil sonst wären hier 8000 Videos. So, eben, das heißt hier, wenn ihr hier unten klickt und dann habt ihr die Möglichkeit, die letzte Video zu sehen und natürlich hier vor und zurück zu scrollen. Dankeschön, bis dann. Tschüss. So, jetzt Moment noch. Muss das noch benennen. Und dann stoppe ich. Und dann startet gleich von Beginn an. So.